Wir machen jetzt spontan ein Video, weil wir gerade mitbekommen haben, dass heute totale Mondfinsternis mit Blutmond zusammenkommt und wir uns gedacht haben, wir haben zwar keine Kamera dabei, aber unser Handy wird das Beste rausholen und wir fahren jetzt zur Tokyo Station, also in die Nähe der Tokyo Station und hoffen, dass wir da eine gute Aussicht auf den Mond bekommen und vielleicht das ein oder andere Foto oder Video machen können. Das ist das da? Was ist? Nee, das ist rechts ganz oben. Da steht die Idee. Ah, da wollen wir hin. Es ist immer und überall unglaublich voll in Tokio. Nicht. Also ich weiß nicht, wie gut man es erkennt, aber es fängt so langsam an. Das hier ist übrigens die Kite Mall, Kite Marunouchi. Und dort gibt es oben auf dem 6. Stock einen Aussichtspunkt, der, soweit ich weiß, kostenlos ist. Und da versuchen wir jetzt hinzugehen und hoffentlich einen guten Blick zu haben. Also hier ist Tokyo Station, dort in die Richtung sozusagen Marunouchi und da ist diese Mall. Es wird immer mehr. Wir müssen schnell da hoch. Man könnte einen ganz guten Blick haben, aber von hier ist der Blick eigentlich auch ziemlich nice mit dem Marunouchi-Gebäude darunter und den Hochhäusern im Hintergrund und dann dem Mond. Drin und bevor wir hochgehen auf die Dachterrasse, wollte ich noch zwei Sachen über die Mall erzählen. Und zwar erstens wird diese Mall von der Japan Post betrieben und der Name der Mall, also Kite, ist eine Art Wortspiel aus den Worten Kite von Kuru, also kommen, und von dem Wort Kite, was Briefmarke bedeutet. Und naja, Japan Post und Briefmarke und so, das ist ganz witzig. Der zweite, nicht unbedingt Fun Fact, aber interessante Fact ist, dass dieses Gebäude von Kengo Kuma designt wurde. Und vielleicht hat diesen Namen schon mal der ein oder andere gehört. Das ist einer der krassesten japanischen Designer. Und man merkt es der Mall auch einfach an, wenn man hier reinkommt. Es ist ziemlich überwältigend. Und jetzt fahren wir nach oben. Wir haben gerade schon mal versucht, ein paar Bilder zu machen, aber mit dem iPhone ist das tatsächlich ziemlich unmöglich. Man bräuchte eigentlich eine Kamera mit einem 200 mm Objektiv und ein Stativ. Dann würde das richtig gut gehen. Das kann das iPhone nicht, ja. Ich komme gerade von der Schule und war nicht drauf vorbereitet. Ja, wir sind gerade super spontan hierher gekommen. Deswegen. Ja. Aber die Station-Ecke hier ist bei Nacht extrem schön. Ja. Wirklich mega krass, wie monumental auch das Gebäude einfach aussieht. Das Marunouchi-Gebäude. Übel absurd. Thank you.
wozu es übrigens auch noch demnächst ein paar Videos gibt. Aber zum heutigen Video wollte ich noch sagen, dass es einfach super spannend war, so die Atmosphäre mitzukriegen, in der wir das Ganze genossen haben heute, sage ich mal. Also einfach um uns drumherum waren so viele Leute, die auch die ganze Zeit einfach nur den Mond angestarrt haben oder Bilder gemacht haben. Und es war irgendwie cool einfach so, dass das alle so ein bisschen gemeinsam genossen haben, sage ich mal, mehr oder weniger. Und halt auch, dass teilweise Leute mit richtig krassen Objektiven auch versucht haben, Fotos zu machen und so. Und das nicht nur dort in der Innenstadt an der Tokyo Station, sondern auf dem ganzen Rückweg und selbst auf dem Weg von unserer lokalen Station hier nach Hause haben wir noch so viele Leute gesehen, die Bilder gemacht haben und das Ganze angeschaut haben und so. Das war schon irgendwie, ja, echt cool. Und ja, ich hoffe, das spontane Video hat euch trotzdem gefallen. Das war heute alles spontan mit dem iPhone gefilmt. Ich fand aber trotzdem, dass es eigentlich ganz cool war und ich kann mir vorstellen, das auch mal öfter zu machen, so spontane Aktionen, wenn ich die Kamera mal nicht dabei habe und sich irgendwas ergibt. Dafür reicht die Qualität von iPhone eigentlich auch ganz gut aus, denke ich. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.